Heute zeige ich euch, wie ihr ein Verlaufsobjekt erstellt, diese visualisieren könnt und in IO Broker Viz einfügt. Ich erstelle diese Visualisierung anhand des Tankerkönig, zeige euch, wie ihr die Preise einfügt, wie ihr die Uhrzeiten einstellt und wie ihr eine Legende einfügt. Dies könnt ihr aber auch verwenden für Temperaturen, Schalterstellungen, Preise, Feuchtigkeiten von Räumen, Vorauszahlen und vieles, vieles mehr. Dann gucken wir uns das mal an. So, dann legen wir mal los. Zunächst gehen wir wieder auf die Adapter und geben hier oben History ein. Dann haben wir hier den History Adapter und den installieren wir wie gewohnt mit Plus. Wir warten wieder und nach der Installation kommen wir auf dieses Fenster. Wir könnten hier jetzt was angeben, genauso wie hier hinten, wie oft er speichern soll etc. Aber wir lassen das jetzt einfach mal und wir schließen den einfach nur. Jetzt ist dieser auch schon aktiv, wie ihr hier seht. Jetzt müssen wir auswählen, was wir eigentlich wollen. Wo wir eigentlich den Verlauf sehen wollen. Dazu gehen wir auf Objekte. Ich gehe jetzt mal auf den Tankerkönig wie vorher. Gehe auf eine Tankstelle. Ich nehme wieder die Ratsche von Grabenstedt. Jetzt sehen wir hier hinten einen kleinen Gabelschlüssel. Wenn wir jetzt auf diesen klicken, kommen wir eben wieder in das Fenster. Hier vorne wählen wir aus, ob dieser aktiv ist oder nicht. Dann, was wir aufzeichnen wollen, also sprich immer nur, wenn sich der Preis ändert, oder ob wir hier unten nach x Sekunden quasi eine Aufzeichnung haben wollen. Hier hinten sehen wir dann, wie lange das gespeichert wird. Also das sind so die wichtigsten Sachen. Ihr könnt euch das alles dann in einer Tabelle ausgeben lassen oder dann in der Grafik, je nachdem. Aber jetzt gehe ich mal auf Abbrechen noch. Ja, ich will nicht speichern. Und zwar für mich selber ist natürlich auch nicht jeder Benzinpreis interessant, sondern für mich ist der E5 interessant, das normale Benzin, das Super. Und da wähle ich jetzt hier hinten den Preis. Ich ändere den Haken ab, weil ich will es alle Stunde wissen, wie der Preis aussieht. Stopp, Entschuldigung. Und zwar das sind Sekunden. Also sprich, eine Stunde wäre dann 3600. So würde ich sie jetzt einstellen. Aber ich möchte euch etwas zeigen. Aus dem Grund stelle ich diese jetzt nicht auf 60 Sekunden, sondern ich stelle sie jetzt einfach mal auf 5 Sekunden in der Zwischenzeit. Zudem seht ihr hier hinten immer, wenn es blau ist, über dies legt ihr euch einen Trend an, dass ihr den Verlauf dann später sehen könnt. So, nachdem wir diese Einstellungen dann getroffen haben, brauchen wir einen weiteren Adapter, und zwar ist es dann der Flot. Und zwar, das ist dieser hier. Diesen installiere ich auch. Nach der Installation schließt er sich ganz normal. Ich gehe wieder auf die Instanzen, hier habe ich ihn. Und wenn ich jetzt hier auf die Adapter-Webseite klicke, werde ich weitergeleitet. Und nun kann ich hier bei den Instanzen History 0 wählen. Wähle hier den Tankerkönig die Stationen. Und jetzt habe ich hier die einzelnen Bausteine, was ich haben wollte. Also die einzelnen Preise von den Tankstellen jeweils. Jetzt kann ich diese auswählen. Und ich habe hier schon mal eine Tabelle. Diese Tabelle kann ich hier jetzt erweitern
indem dass ich eine Linie hinzufüge, nämlich die nächste und das gleiche nochmal und nehme die dritte Tankstelle. So, jetzt haben wir drei Preise. Jetzt müssen wir jetzt erstmal die Breite noch einstellen. Ich gebe jetzt mal die Breite von 1000 ein und die Höhe von 300. Jetzt sehen wir schon mal mehr. Jetzt im Moment wird noch nichts angezeigt. Ich schneide das Video jetzt und mache dann morgen weiter. Dann haben wir ein paar Daten und wir können damit besser arbeiten. Dann bis morgen. So, dann machen wir mal weiter. Hier stelle ich alle auf Min-Max. Die Linie jetzt in meinem Fall, also die Chart-Type, mache ich auf Linie überall. Das Füllen lasse ich raus. Ich will hier keine Füllung dazwischen haben. Ich zeige es euch mal ganz kurz, wenn wir jetzt hier 8 eingeben, wie das dann aussieht. Ihr hättet dann hier drin eine rote Füllung. Das mag ich eigentlich nicht. Den Min- und Max-Wert lasse ich auch raus. Und das, was ich jetzt eigentlich noch haben möchte, das ist, dass ich hier hinten nur noch eine Y-Achse habe, genauso wie eine Zeitachse. Ich suche mir eine Achse davon aus, ich nehme jetzt die letzte und wähle bei Y-Achse hier nichts, genauso wie hier nichts. Dann habe ich jetzt die letzte Achse ausgewählt. Und bei der X-Achse mache ich das gleiche. Wähle ebenfalls nichts aus. Und es passt. Die Euro werden hier jetzt automatisch angezeigt, da wir ja in den Voreinstellungen auch Euro haben. Aber ihr könnt hier trotzdem zur Sicherheit Euro eingeben. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann können wir hier noch den Namen vergeben. Ich habe in der Zwischenzeit andere Tankstellen ausgewählt. Dann können wir hier noch den Namen vergeben. Ich habe in der Zwischenzeit andere Tankstellen ausgewählt, da sie mehr in meiner Umgebung sind. Die trage ich jetzt hier ein. Hier hinten könnt ihr im Übrigen dann noch die einzelnen Linien wieder löschen oder hier dann weitere Einstellungen eingeben. Dann gehe ich mal weiter auf die Markierungen. Hier seht ihr im Moment nichts. Bei der Zeit könnt ihr jetzt hier noch den Umfang eingeben. Automatisches Update wäre jetzt hier alle 5 Minuten. Die Werte lasse ich jetzt mal so drin stehen, auch wenn ich später eine Stunde mache. Der Umfang, das ist quasi wie lange es angezeigt werden soll. Ich nehme jetzt mal einen Tag. Dann seht ihr hier jetzt den Verlauf von insgesamt 24 Stunden nochmal. Genau, weil hier nur 2 Stunden gerechnet werden. Hier habt ihr die Messpunkte, wie viele es sein sollten. In den Optionen. Wie ihr vorher schon gesehen habt, könnt ihr hier die Breite und die Höhe anpassen. Hier könnt ihr einen Raum wählen oder nicht. Das wird dann dieser. Hier könnt ihr den Fensterhintergrund wählen, also eine Farbe wählen dafür. Hier noch eine Beschriftungsfarbe für die X-Achse, für die Y-Achse, Raumfarbe und so weiter. Bei der Legende könnt ihr hier noch auswählen, wo sie sein sollte. Ich nehme jetzt mal oben rechts. Dann seht ihr gleich, kommt hier oben der Name. Aber ich wähle lieber unten links. Dann ist es für mich selber übersichtlicher. Dann habe ich hier die Tankstellen. Welche Farbe die Tankstelle hat, sehe ich ja dann hier. Und die Preise sehe ich ja natürlich auch. Wenn ich jetzt nochmal zu den Eingangsdaten gehe, dann kann ich hier natürlich auch noch eine Farbe wählen. Diese Farbe entspricht dann je nachdem, was man haben möchte. Ich stelle mal um. So, jetzt habe ich meine Farbe ausgewählt.
haben wir hier unten den Link. Den wähle ich jetzt mal aus mit Strom und A. Danach wähle ich Strom C zum Kopieren. Wenn wir das dann haben, dann gehen wir in den Editor. Wir ziehen dann nur noch den iFrames statisch hier rein. Gehen auf Quelle, drücken Strom V und dieser wird dann eingefügt. Jetzt können wir die Größe noch anpassen. Wir hatten eine Größe von 1000 und eine Höhe von 300. Und wenn wir das jetzt anzeigen lassen, dann seht ihr hier die Kurven und die Achsen. Genau das, was wir eigentlich haben wollten. Und ihr könnt hier die Preise zusätzlich vergleichen. Und für spätere Änderungen könnt ihr hier einfach auf den Bleistift gehen und ihr gelangt wieder zurück in den Float Editor. Ihr könnt das alles natürlich auch noch speichern. Vergebt hier unten einfach einen Namen. Bestätigt das mit OK. Und es sollte jetzt alles laufen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr auch einen Daumen hoch lassen.